last time on Dragon Ball Z. Wird einfach nur ein anderes Monster so platt machen müssen, um aus diesem fucking Dungeon rauszukommen. Und das finde ich einfach schade, weil man damit sehr viel Potenzial der Monster verspielt. Wenn wir über Eskalation reden wollen, müssen wir eigentlich notläufig über Dragon Ball Z reden. Und zwar als Negativbeispiel. Dragon Ball Z ist ein perfektes Beispiel für vertikale Eskalation. Das heißt, die Gegner werden nicht anders, sie werden einfach nur stärker. Die Nummern sind größer und das war es auch eigentlich im Großen schon. Ich gebe euch mal ein winzig kleines Beispiel. Am Ende von Dragon Ball, der ursprünglichen Serie, kämpft Son Goku gegen den Teufel, also gegen Piccolo. Und es wird von Anfang an festgelegt, die beiden sind die stärksten Wesen, die irgendwie in der Welt existieren würden. Dann, ein paar Jahre später, kommt irgendein Fußsoldat von Freezer vorbei, der zufälligerweise der Bruder von Son Goku ist. Und die beiden müssen zusammenkämpfen und Son Goku muss sich selber opfern, damit sie gewinnen können. Dann tauchen ein Jahr später noch zwei Fußsoldaten auf, die 10-mal stärker sind als der Typ, den die vorher platt gemacht haben. Und dann kämpfen wir gegen den galaktischen Imperator, der nochmal 100-mal stärker ist als diese beiden Saiyajin-Krieger. Und dann kommt noch mehr was Stärkeres als der galaktische Imperator des gesamten Universums und dann noch was Stärkeres und noch was Stärkeres. Dann besiegt man den ultimativen Gott des Bösen, geht dann nochmal in den Weltraum und findet da Typen in Freezers ehemaligen Imperium, die unheimlich viel stärker sind als Freezer es jemals gewesen ist. Ihr seht, warum das storytechnisch extrem schnell zu Problemen führen kann, oder? Allerdings geht das Ganze auch deutlich anders, in dem Fall nennt sich das Ganze horizontale Eskalation. Hierbei sind Gegner nicht notwendigerweise physisch stärker als letzte Gegner, sondern sind anders als letzte Gegner. Also haben eine andere Strategie, andere Fähigkeiten oder allgemein eine andere Situation, in der sie vorkommen, sodass man eine andere Herangehensweise oder gewisse Werkzeuge braucht, um sie zu besiegen. Zumindest sind sie zwar nicht unbedingt stärker als letzte Gegner, aber trotzdem eine Herausforderung. Ich gebe euch mal ein paar Beispiele, damit ihr seht, warum die horizontale Eskalation besser ist als die vertikale Eskalation. Einen Dragon Ball Z-Gegner zu kreieren ist relativ einfach. Ihr nehmt einfach die Grundidee von böser, starker Typ und fangt dann irgendwelchen coolen Shit zu zeichnen. Andere Animes sind dann deutlich kreativer und haben darum auch andere Herangehensweisen, wie man diese Gegner besiegen müsste. Wenn wir einmal Yu Yu Hakusho als Beispiel nehmen, gibt es zwar Gegner, die einfach stark sind, weil sie körperlich stark sind, aber einige Gegner sind auch zum Beispiel einfach von Dämonen besessen und sind zwar nicht stärker als normale Menschen, aber sind hinterlistige, feige Arschlöcher. Und selbst wenn man sie besiegt, kann der Dämon rausschlüpfen und sich einen anderen Wirtskörper suchen. Und einige Gegner haben mentale Fähigkeiten. Die spionieren beispielsweise die Helden mit geringeren Geistern aus und können dann ihre Schwächen herausfinden. Oder sind immun oder zumindest sehr stark verteidigt gegen physische Angriffe. Oder haben andere Fähigkeiten, die es schwierig macht, sie direkt zu bekämpfen. Und für jede dieser Art von Gegner braucht man eine andere Herangehensweise. Während in Dragon Ball die einzige Taktik, die wirklich funktioniert, ist, ich nehme meine stärkste Form an und schieße Energiestrahlen auf den Typen. Das wird zum Beispiel bei One Piece nie passieren. Einfach weil jeder der Teufelsfrüchte einzigartig ist und jede Kampfart einzigartig ist. Es ist sehr selten, dass zwei Gegner dieselbe Fähigkeit haben und wenn, dann sind sie meistens Fußsoldaten. Sir Crocodile war nicht ganz so stark, wie wir alle gedacht haben. Versteht mich nicht falsch, er hat auch die Fähigkeit, Sand zu kontrollieren, seinen Körper in Sand zu verwandeln und Leuten Flüssigkeit zu entziehen, aber er ist hauptsächlich deshalb ein gefährlicher Gegner, weil er schlau ist. Für die von euch, die es nicht mehr ganz wissen, die große Schwäche von Sir Crocodile war Wasser. Also hat er sich auf einer Wüsteninsel angesiedelt und dafür gesorgt, dass es nicht mehr regnet auf der Insel. Das ist aus seiner Sicht genial. Er ist nicht ein gefährlicher Gegner, weil er super mega overpowered ist und heller leuchten kann als alle anderen, sondern weil er seine Stärken und Schwächen kennt und dementsprechend die Umgebung wählt, auf der er leben will, also eine Wüste. Es ist vollkommen möglich, ihn zu besiegen. Sobald er nass wird, kann man ihn verprügeln und solange man Wasser trinkt, wird dieses Verdunstding, was er hat, nicht mehr effektiv auf lange Sicht. Aber wäre Ruffy da nicht drauf gekommen, hätte er ihn niemals besiegt, eben weil Crocodile seine Schwächen kennt und dementsprechend Strategien dagegen entwickelt. Erinnert sich noch irgendjemand an Nummer 3? Nein? Okay, das war ein Mitglied von Sir Crocodiles Bande. Und der Typ konnte Wachs erschaffen. Und das war's auch so ziemlich. Ich meine, sicher, er konnte dich einwachsen, sodass du stirbst, aber das war extrem langsam. Und alles, was er im Kampf direkt konnte, war, dir Gewichte anzuhängen, die dir wahrscheinlich noch geholfen haben in vielen Fällen, und sich einen albernen Anzug anzutackern, der nichts konnte und geschmolzen ist bei Feuer. Er ist, kurz gesagt, eine Witzfigur. Allerdings gibt es da einen gewissen Gefängniswärter. Einen Gefängniswärter, der vollkommen aus Gift besteht.
Ein Gefängniswärter, der Charaktere platt gemacht hat, die deutlich stärker sind als Nummer 3. Und trotzdem hat Nummer 3 gegenüber diesem Charakter einen deutlichen Vorteil, nämlich seine albernen Wachskräfte. Denn dieses Wachs ist isoliert gegen das Gift. Das heißt, Luffy hätte keine Chance gegen diesen Gifttypen gehabt, hätte Nummer 3 ihm nicht mit seinem Wachszeug ausgeholfen. Darum ist horizontale Eskalation so etwas Schönes. Ihr könnt Charaktere, die früher totale Witzfiguren sind, wieder rausbringen. Die sind immer noch nicht wirklich stärker geworden. Aber die Kräfte, die sie haben, sind ein Konter gegenüber irgendeinem anderen Gegner oder einer anderen Kreatur, die gerade aufgetaucht sind. Oder sind einfach in der Situation gerade sehr hilfreich. Das ist halt der große Vorteil, wenn nicht jeder Charakter einfach nur ein starker Typ ist, der fliegen kann, leuchtet und Laserbälle durch die Gegend wirft. Also, was lernen wir daraus? Wenn wir horizontal eskalieren, also nicht die Gegner einfach nur stärker, 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 stärker machen, sondern den Gegnern verschiedene Fähigkeiten geben, denen bestimmte Vorteile geben oder halt in bestimmte Situationen oder Umgebungen packen, in denen die ihre Vorteile ausspielen können, haben wir zum einen interessantere Encounter, weil es nicht einfach nur heißt, holt eure Waffen raus, der mit den größeren Nummern gewinnt, sondern die Spieler müssen überlegen, wie gehen wir vor, welche Taktik benutzen wir, welche Vorteile haben wir eventuell, die wir benutzen können und so weiter und so fort. Und außerdem sind die Storys logischer. Ich gebe euch mal ein kleines Beispiel, was ich genau meine. Damals in der Freezer-Saga war der Super Saiyajin eine legendäre Figur. Ein Krieger, der nur alle 1000 Jahre aufkreuzt. Ein Wesen aus Legenden und Geschichten. Und jetzt ist nicht nur jeder Motherfucker ein Super Saiyajin, nein, es wird von Saiyajin erwartet, dass sie Super Saiyajin werden können und wenn nicht, werden sie ausgelacht. Und ihr seht hoffentlich, warum die Art von Eskalation auf lange Sicht nicht wirklich Sinn macht. Nachdem ich jetzt die Unterschiede zwischen horizontaler und vertikaler Eskalation klar gemacht habe, gebe ich euch ein paar Beispiele, wie man das Ganze einbauen kann, zum Beispiel in eine Story oder halt in eine Rollenspielrunde. Grund, warum Goblins und Kobolde und so weiter und so fort Low-Level-Gegner sind, ist, dass sie gegen stärkere Charaktere, also so Level 5, 6, 7, nicht wirklich was ausrichten können. Ich bin mir ziemlich sicher, normale Goblins können Spieler auf dem Level nicht mal treffen, außer mit einer Nat 20. Von daher ist es relativ schwierig, die Goblins bedrohlich wirken zu lassen. Außer man kennt die Schwächen der Goblins und kann darum rumarbeiten. Beispielsweise gibt es in Rise of the Runelords so eine schöne Stelle, wo man in einem Dornenwald ist. Ein Wald, in dem sich die Goblins normal bewegen können, weil sie klein sind, aber alle anderen Charaktere müssen gebückt laufen. Das heißt, die Goblins haben einen Bewegungsvorteil. Was man außerdem gut machen kann, um die, ich sag mal, schlechte Zielfähigkeit der Goblins auszugleichen, ist, dass sie Splash Damage haben. Also sie haben irgendwann gemerkt, mein selbstgebasteltes Kurzschwert bringt einen Scheißdreck gegen den Ritter. Ich werfe Molotow-Cocktail. Weil dann brauchen sie nicht unbedingt einen Ritter treffen, sie müssen einfach nur irgendwo in der Nähe vom Ritter treffen. Und dann macht es Boom und brennt und sieht schön aus. Und macht außerdem allem Schaden, was sich um die Explosion herum befindet, also zum Beispiel dem Ritter. Ich meine, sicher auch ein oder zwei Goblins, die da gerade blöd rumstehen, aber es ist nicht die Schuld von dem, der geworfen hat. Die Goblins standen da einfach gerade falsch. Oder die Goblins und Kobolde und Co. könnten einfach nachts angreifen, wenn die Gegner gerade schlafen. Oder aus dem Hinterhalt, da so, dass die Gegner ihren Rüstungsbonus nicht vollbekommen oder irgendwas in der Art. Ihr müsst euch immer merken, Goblins sind zwar dumme Schwächlinge, aber sie wissen, dass sie Schwächlinge sind. Egal ob es nun Fallen, Explosionen oder Feuer sind. Irgendetwas würden diese Wesen logischerweise tun, wenn sie wissen, es kommen Langbeine hierher, wir müssen uns irgendwie verteidigen gegen diese Arschlöcher. Sonst bringen die uns um und klauen unseren Shit und werden am Ende noch dafür bezahlt. Hashtag Goblin Life Matter. Rundrumspiele wie Final Fantasy und Dragon Quest auf 4 Millionen Spielstunden kommen können, ist, dass ihre Gegner recyceln. Und das mag jetzt billig klingen, ist aber, wenn man es richtig macht, eigentlich eine coole Idee. Hauptsächlich, weil man so einen und denselben Gegner mehrfach verwenden kann und er trotzdem frisch bleibt. Ich erkläre kurz, was ich meine. Wenn wir eine normale Art von Goblin haben, sagen wir mal den ganz normalen Wald- und Wiesengoblin, wäre das eine Sache. Wenn wir allerdings unsere Goblins in den Sumpf packen oder in Wälder packen oder sonst irgendwo hin, würden sie sich entsprechend anders verhalten, würden andere Strategien haben und mit dem Laufe der Zeit würden sie sich auch anders entwickeln. Also sie würden zum Beispiel, wenn sie in Sümpfen leben, gegen Gift zu einem gewissen Grad immun werden, wenn die Sümpfe giftig sind und würden sich wahrscheinlich angewöhnen, möglichst viel Gift bei sich zu tragen, wenn es auch relativ schwaches Gift sein mag, um halt meinetwegen Tiere damit zu erlegen. Die Tiere sterben, wenn sie Glück haben durch das Gift, aber die Goblins selber halt nicht. Und die meisten Abenteurer sind auch nicht unbedingt immun gegen Gifte. Das heißt, wenn mal Langbeine vorbeikommen oder Hunde oder Pferde oder sonstige böse Sachen, kann man die mit den Giftpfeilen beschießen und sich wieder in die Sümpfe verpissen. Oder wenn man in einem dichten Wald aufgewachsen ist, kann man sich einfach durch den Wald durchschleichen, die Typen attackieren und sich dann wieder ins Gebüsch zurückziehen. Das heißt, was ich empfehlen würde, wäre, dass man Goblins einige kleine Fähigkeiten gibt oder gewisse Ausrüstung gibt. Also beispielsweise haben Goblins, die in Sümpfen leben, eine höhere Bewegungsrate in Sümpfen, also es wird nicht so stark verringert wie bei allen anderen. Sie sind immun gegen Gift oder zumindest resistent gegen Gift und haben giftige Waffen.
während Goblins in Wäldern nicht durch das Gebiet beeinträchtigt werden, überall Fallen aufgestellt haben und eventuell noch einen kleinen Bonus haben, der ihnen innerhalb von Wäldern, sagen wir mal, +2 auf Wahrnehmung oder +1 auf Schaden verpasst. Irgendwas in der Richtung. Das alles sind keine großartigen Änderungen, aber wenn man das zusammenpackt mit dem Goblins kennen ihre Strategien, um die Großbeine platt zu machen, kann das eine Gefahr werden, auch für Spiele mit etwas höherem Level. Man kann zwar bei kleinen Gegnern auch mit Gegnerhorden arbeiten, allerdings bin ich ja kein großer Fan von, hauptsächlich weil dadurch die Züge ewig lang werden. Ich sag's mal so, wenn man 4 Spielercharaktere hat, die alle ihre eigenen Sonderregeln durchgehen müssen und Zauberbücher und Spezialangriffe und bla blub, dauert das schon ein ganz kleines bisschen. Wenn man dann noch 30 fucking Goblins hat, die alle unabhängig von lange sich bewegen müssen, ihre Angriffe würfeln müssen und so weiter und so fort, dann dauert das Ganze ewig. Darum bin ich eher ein Freund von Herzstückarmeen. Also kleineren Gruppen, also meinetwegen 5, 6, 7 Goblins, die einen Anführer haben. Und dieser Anführer gibt den anderen passiv einen Bonus. Einige Viecher wie die Remazuri bringen das Ganze zur Meisterleistung, aber für die haben wir heute leider keine Zeit. Ein schönes Beispiel, das was ich meine, wären Totenbeschwörer. Totenbeschwörer sind Magier und somit in aller Regel relativ leicht platt zu machen, sobald man an sie rankommt. Allerdings umgeben sich Totenbeschwörer gerne mit Untoten, wer hätte es gedacht. Und diese Untoten mögen alleine auch nicht wirklich ein großes Problem sein, haben aber ein paar lustige Sonderregeln. Und wenn du dann noch einen Totenbeschwörer hast, der alle Untoten um sich herum heilen kann und buffen kann und die Untoten unter seinem Kommando meinetwegen noch einen kleinen Bonus kassieren, einfach weil sie unter seinem Kommando stehen, wird das Ganze ein deutlich ausgewogenerer Kampf, weil so ein stinknormales Nord-15-Skelett mit den ganzen Boni auf einmal ein gefährlicher Gegner werden kann. Und natürlich kann sich der Totenbeschwörer entscheiden, noch so ganz nebenbei ein paar mehr Untote zu beschwören, wenn er die gerade irgendwo auf Lager hat. Was wieder auf das ganze Kennen deiner Schwächen zurückgeht. Und wenn man dann auch mit verschiedenen Typen von Untoten arbeitet, kann man damit richtig viel Spaß haben als Spielleiter. Das hier wäre eine Variation der verschiedenen Varianten desselben Gegners. Allerdings bezieht sich das Ganze hier auf ein einzelnes Individuum und nicht auf eine ganze Gruppe. Das heißt, man hat zwar eine ganz normale Gruppe Goblins, aber einen General in der Mitte. Und der General hat meinetwegen ein paar Level als Krieger oder als Waldläufer oder sonst irgendwas. Das kann man auch wieder gut kombinieren mit diesem ganzen Armee-Ding. Also eine Gruppe von 5 Goblins wird angeführt von einem größeren, böseren Goblin, der noch ein Level im Krieger hat. Und alle Goblins, die mit ihm zusammenkämpfen, haben +1 auf Angriff. Einfach weil sie Angst haben, dass der Typ sie zusammensteckt, wenn sie nicht richtig kämpfen. Darum sind sie besser motiviert. Und das kann man nicht nur auf Goblins beziehen, sondern auf im Grunde alles. Wenn man eine Gruppe Ghule hat, gibt es einen besonders großen bösen Ghul, der zusätzlich noch Eisschaden macht. Wenn man eine Gruppe Wölfe hat, ist der Alpha besonders groß und bösartig und meinetwegen mit irgendwas infiziert. Und wenn man richtig viel Spaß haben will, kann man eine Horde Kobolde nehmen und der oberste Kobold ist zufälligerweise ein Teil der Drachenblutlinie und kann somit fliegen. Oder Feuer spucken oder sonstige schöne Sachen, die High-Level-Charaktere so können. Und das wäre übrigens auch die faule Art, Low-Level-Gegner hochzustufen. Man gibt ihnen einfach Level in irgendwas. Ja, du triffst zwar einen Koboldpriester und seine in Anführungsstrichen Leibgarde, aber eigentlich ist der Koboldpriester ein Level 10 Hexenmeister. Und seine Leibgarde besteht aus Level 5 Kriegern. Allerdings ist das wie gesagt die meiner Meinung nach langweilige und faule Variante, weil man damit im Grunde machen kann, was man will und man nicht wirklich irgendwie auf Flavor achten muss oder Sinn in der Spielwelt oder sonst irgendwas. Weil die Goblins sind nun mal einfach spontan 12 Level stärker geworden, weil wir auf einmal gegen andere stärkere Ritter kämpfen. Was mir den Sinn von besonderen Monstern platt macht, meiner Meinung nach. Ihr seht, besondere Monster sind besonders, weil sie so stark und furchteinflößend sind. Wenn es Goblins gibt, die stärker sind als meinetwegen Riesen, hat es keinen wirklichen Sinn, Goblins zu benutzen, weil diese super starken Overpower-Goblins die Besonderheit von Monstern wiederum zerstören würden. Und ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas vergessen. Irgendein Beispiel, aber ich habe keine Ahnung was.